Ich werde meinen Vortrag nicht über Kunst halten, sondern es geht wirklich um Technologien des Alltags. Und da werde ich mich entlanghangeln an einem, ja, man kann sagen, Gründungsmanifest der Idee des Ubiquitous Computing, nämlich Mark Weisers 1991 im Scientific American erschienener Artikel The Computer for the 21st Century, der immer noch als eine Initialzündung für Technologien gilt, die ich als Technologien der Unmittelbarkeit bezeichnen möchte. Warum ist das so? Die ersten Sätze dieses kurzen Artikels lauten: The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are distinguishable from it. Weiser kehrt sich explizit ab von den gängigen digitalen Geräten. 1991 waren das natürlich in erster Linie die Personal Computer. Diese bezeichnet er als einen transitional step, denn die Technologien sollen, ein Zitat nochmal, integral, invisible part of the way people live their lives werden. Er spricht von integrating computers seamlessly into the world. Was heißt das jetzt eigentlich genau? Zunächst mal setzt er sich von den hier schon öfter erwähnten Technologien der Virtual Reality ab, die mit einem immensen Aufwand an technischen Geräten versuchen, Welten zu kreieren, deren Erleben eine größtmögliche Ähnlichkeit zur Realität aufweisen soll, anstatt, wie er kritisiert, die bestehende Welt durch Technologien zu erweitern. Er setzt also dem Technologien entgegen, die sich möglichst natürlich in die Umwelt einfügen. Er nennt das Embodied Virtuality. Diese sind für ihn vor allem drei Geräte, nämlich Tabs, Pads und Boards. Tabs sind kreditkartengroße Minicomputer, so visioniert er, die ihre Träger wie eine Identitätskarte kennzeichnen und ihn für Räume und Gegenstände identifizierbar machen. Dabei gleichzeitig aber auch deren, also der Träger, Aktivitäten protokollieren. Zitat: Doors open only to the right badge wearer, rooms greet people by name. Telephone calls can be automatically forwarded to wherever the recipient may be, and appointment diaries write themselves. Das heißt also eigentlich, wir haben es hier mit Tracking-Technologien für definierte Akteure, sowohl menschliche wie auch artifizielle, zu tun, die in einem Computernetz miteinander verbunden sind. Also so eine Art, was wir heute als RFID, Radio Frequency Identification Chips, kennen. So in dieser Richtung geht seine Vision. Der zweite Gerätetypus, die Tabs, dagegen funktionieren wie Papier, müssen aber wie unsere Tablets, die möglicherweise auch danach entstanden sind, also nach diesem Modell entstanden sind, nicht mehr mitgeschleppt werden, denn sie sind überall installiert und stellen sich ad hoc auf ihre jeweiligen User ein. Und schließlich der letzte Typus, die Boards oder Liveboards, wie Weiser sie nennt, das sind dann große Displays, die in der Handhabung wie Tafeln funktionieren. Man schreibt auf ihnen mit einer Art elektronischer Kreide und kann sich über sie mit anderen Menschen oder Gruppen vernetzen, die an anderen Orten sind. Also es ist auch ein kooperatives Medium. Weisers Vision folgt zwei Paradigmen, einem konservativen und einem progressiven oder innovativen. Konservativ ist der explizite Bezug von Weisers Geräten zur Schriftkultur. Pads sind wie Notizzettel, sagt er, Tabs wie normales A4-Papier, Boards wie Kreidetafeln. Die Schrift ist also Vorbild für Weiser, denn mit ihr und ihren Medien ist nämlich genau das passiert, was er für die digitale Welt der Zukunft imaginiert. Sie sind in den menschlichen Alltag als natürliche Gegenstände integriert. Bücher, Stifte und Papier werden von uns nicht mehr als fremde Technologien angesehen. Sie gehören zu unserer alltäglichen, normalen Umwelt. Während Computer mit ihren Interfaces immer noch, so könnte man sagen, das technische Andere darstellen. Was seine Pads, Tabs und Boards allerdings über die Papieranalogie hinaus katapultiert, und damit sind wir bei der progressiv-innovativen Vision, ist die Möglichkeit der grenzenlosen Vernetzung. Wie diese funktionieren soll, imaginiert Weiser in einem fiktiven Szenario, aus dem ich hier einen kleinen Auszug nur an die Wand werfe.
In dem wird deutlich, dass Mensch und Technologien ein interaktives Netz bilden, das aus unzähligen parallelen Rückkopplungsprozessen besteht. Die Steuerung der Geräte erfolgt entweder über Gesten, ähnlich wie wir es heute von den taktilen Interfaces kennen, oder über Sprache oder über Stifte, quasi vertraute analoge Interaktionsmodi. Pads, Tabs und Boards stehen in einer beständigen Kommunikationsbeziehung untereinander und zu ihren Trägern und Nutzern. Sie speichern Informationen, sie protokollieren Arbeitsvorgänge, sie steuern Alltagsprozesse, die anfällig für Störungen sind. So werden zum Beispiel, wie hier in dem Zitat zum Ausdruck kommt, bei der fiktiven Person Sal alle Bewegungen der Nachbarn ihres Viertels aufgezeichnet und angezeigt, damit sie das Gefühl der maximalen Sicherheit haben kann. Auch wenn natürlich der Datenschutz gewahrt wird, so jedenfalls nach Weisers Idee. Weisers Szenario hat in der Tat Maßstäbe gesetzt, die heute zu den Visionen des Smart Homes, ja sogar der Smart City führen. Aktuelle Städteplanung kann diese Form der vernetzten Technologien nicht mehr ignorieren. Das gilt nicht nur für Städte-Neugründungen wie dem südkoreanischen Songdo, der mit Sensoren übersäten paradigmatischen Smart City, dessen Bewohner in ihren Gewohnheiten komplett transparent sind, damit maximaler Komfort mit maximaler Nachhaltigkeit verbunden werden kann. Es gilt auch für unsere europäischen Großstädte, in denen die beständige Zunahme des Verkehrs ein Hauptproblem darstellt. Längst schon sorgen Sensoren dafür, dass sowohl in der U-Bahn in London als auch in den Ampelschaltungen intelligente Steuerungsmechanismen eingebaut sind, die nach den jeweiligen Mengen von Autos und Menschen in ihren Schaltintervallen der Schranken bei der U-Bahn oder der Ampeln beim Auto variieren. Auch bestehende Städte nutzen zunehmend Sensortechnologien, um mindestens nominell die Lebensqualität ihrer Bewohner zu verbessern. Zur Illustration möchte ich einen kurzen Ausschnitt zeigen aus einer Arte-Dokumentation, die 2015 gezeigt wurde, eine dreiteilige Dokumentation über die Städte der Zukunft. Der zweite Teil befasst sich mit den Smart Cities und hier geht es um ein Viertel von Shanghai. Es ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt, einfach um Ihnen einen Eindruck zu geben. In diesem Viertel am Rande der Wolkenkratzer zeigt sich die Technik kaum, aber alle Lebensbereiche sind digitalisiert. Dieses Krankenhaus ruft die Bewohner des Stadtviertels alle 6 Monate zur Blutdruckkontrolle auf. Die Daten werden an unsere Plattform übermittelt. Wir wollen anhand einer Datenbank die Entwicklung der Blutdruckwerte in der Bevölkerung analysieren. Die zentrale Erfassung der Gesundheitsdaten ermöglicht, die Wirkung der öffentlichen Gesundheitsprogramme zu beurteilen, aber auch Therapien individuell anzupassen. Sind die Werte eines Patienten schlecht, wird ein Kontakt zu seinem Arzt hergestellt, von zu Hause aus. So wird eine Überlastung der Notdienste vermieden. Die Bewohner von Luchiazu können auch Unterricht nehmen oder Einkäufe tätigen über ihr Fernsehgerät. All diese Vorgänge werden auf ihrer Chipkarte gespeichert. Sie dient auch als Wohnungsschlüssel und sie können damit bezahlen wie mit einer Kreditkarte oder sich zu freiwilliger Arbeit anmelden. Das sind ganz kurze Beispiele. Es geht natürlich alles noch viel weiter in diesen Smart Cities, aber Sie kriegen schon eine Idee davon, dass wir es hier auch mit Phänomenen zu tun haben, die unter dem Begriff Big Data schon längere Zeit diskutiert werden, auch kritisch diskutiert werden. Natürlich kann man sagen, es ist sehr ambivalent, denn es ist nicht nur schlecht offensichtlich für die Bewohner. Aber auf diese Diskussion will ich hier nicht weiter eingehen. Das ist im Prinzip natürlich damit verbundenes Thema, aber im Fokus jetzt nicht im Vordergrund. Und daher zunächst mal zurück zu Mark Weiser. Was können wir also aus seinem Text, der aus einem tief empfundenen Sendungsbewusstsein und Techno-Optimismus herausgeschrieben ist, lernen? Zurückkommend auf den Titel des Vortrags stellt sich die Frage, was an seiner Vision sich mit dem Begriff der Unmittelbarkeit in Verbindung bringen lässt. Das Wort Immediacy kommt in seinem Text überhaupt nicht vor. Aber zweifellos kommen Strategien vor, die als Strategien der Erzeugung von Unmittelbarkeit gelesen werden können. Und wenn ich von Unmittelbarkeit spreche, spreche ich natürlich auch von Immersion, also dem Eingetauchtsein in eine Umwelt, die einen entweder wie bei der Kunst völlig in seinen Bann zieht und dennoch Distanz wahrt oder eben
so normal ist, dass man das Eingetauchtsein nicht mehr merkt. Gerade für Letzteres ist die Erzeugung von Unmittelbarkeitsempfinden ganz entscheidend. Und Weiser macht dafür letztlich folgende Vorschläge. Zum einen geht es um die Unsichtbarkeit von Technologien, zum zweiten durch Interaktionsformen mit der Technik, die eben natürliche Verhaltensweisen, wie auch immer die aussehen, und natürliche Geräte betreffen. Und schließlich als dritter Faktor geht es um die Personalisierung und Anpassung der Technologien an die Bedürfnisse der User. Was heißt das nun für die dahinterstehenden Strategien? In Bezug auf die Unsichtbarkeit kann man sagen, es geht um größtmögliches Realitätserleben durch Verschwinden der Technologien und nicht durch Simulation wie bei der Virtual Reality. Bei der Kommunikation handelt es sich um eine Kommunikation zwischen allen beteiligten Komponenten, Elementen, die natürlich, weil es sich um artverschiedene Elemente handelt, aufgrund von Übersetzungsprozessen erfolgt, die aber nicht mehr merklich sind. Und das Dritte, was eigentlich dann auch damit zusammenhängt, sind intelligente individuelle Agenten, die sich ganz auf die Userbedürfnisse hin orientieren. An diesen drei Strategien, die aus Weiser herauszulesen sind, möchte ich in der Folge Weiteres über die Frage der Unmittelbarkeit ausführen. Und zwar auch im Hinblick auf die Frage dieser Herleitung von Unmittelbarkeit aus der Geschichte. Und so gehe ich gleich im Falle des größtmöglichen Realitätserlebens um einige Jahrtausende zurück, nämlich auf die Frage, was passierte, als der Homo sapiens 300.000 bis 200.000 vor Christus auf der Weltbühne erschien. Offensichtlich hat er schon recht früh Darstellungssysteme entwickelt, die davon zeugen, dass wir immer mehr in unserer Umwelt gesehen haben als nur den Lebensraum. Der Paläontologe André Leroy-Gourhan hat in den 1960er Jahren in seiner großen Studie Hand und Wort, die Evolution von Technik, Sprache und Kunst, die These aufgestellt, dass die ersten Höhlenmalereien mitnichten Abbildungsfunktion hatten, sondern in ihrer Linienführung und in ihrem Arrangement darauf hindeuten, dass sie sogenannte Mythogramme sind, so nennt er das. Und zwar sind Mythogramme Zeichensysteme, die eine ganze Geschichte darstellen und daher mit sehr viel mehr Bedeutung aufgeladen sind, als es ein rein mimetisches Abbild wäre. Zitat: Die ältesten bekannten bildlichen Darstellungen stellen daher keine Jagdszene, Tiere oder ergreifenden Familienszenen dar. Es sind vielmehr grafische Pflöcke ohne deskriptiven Bezug, Stützpunkte eines mündlichen Kontextes, der unwiederbringlich verloren ist. Das heißt auch, Zitat Ende, das heißt auch, die hier erzählte Geschichte ist für uns nicht mehr rekonstruierbar, aber sie entfaltete sich für die Zeitgenossen und die Teilhaber der sozialen Gemeinschaft, die diese Zeichnung geschaffen hatten, in Interaktion mit anderen Medien, der mündlichen Erzählung vielleicht oder eben auch mit bestimmter Mimik, Gestik oder anderen Körpercodes. Darauf aufbauend könnte man weiterhin sagen, dass diese Externalisierungen nicht als erste Schritte einer Entfremdung des Menschen von seiner Umwelt durch den Einsatz abstrakter Zeichensysteme gesehen werden können, sondern als ein multimediales Kommunikationssystem, das Zeugnis ablegt von einem magisch-mythischen Weltverständnis. Orale Kulturen, so sind sich nämlich André Leroy-Gourhan und sein Zeitgenosse, der Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker Marshall McLuhan, durchaus einig, sind inhärent multimedial und multimodal, also multisensoriell, und daher auch kollektiv und sehr interaktionsintensiv organisiert. Wenn Marshall McLuhan dann in seinem Buch Die Gutenberg-Galaxis eine Geschichte erzählt, in der sich diese Kulturen durch die Erfindung der Schrift und später des Buchdrucks so verändern, dass sie ihren Unmittelbarkeitsbezug zur Umwelt verlieren, dann hängt das eben damit zusammen, dass mit der Schrift eine Technä, eine Fertigkeit entsteht, durch die eine Substitutionsbewegung einsetzt. Das heißt, in der die Schrift und später dann auch noch eklatanter der Buchdruck andere Interaktionsformen ersetzen. Schon früh werden derartige Befürchtungen in dieser berühmten Schriftkritik von Platon aus dem Phaidros formuliert. Diesen langen Absatz kann man im Grunde genommen auf einen Satz reduzieren. Die Schrift ist interaktionsarm, sie lässt den Rezipienten mit dem Gelesenen allein und beantwortet ihm schlichtweg keine Fragen. Sprich, eigentlich steht sie zwischen ihm und der Erkenntnis, die sehr viel wirksamer durch die direkte Face-to-Face-Kommunikation erfolgen kann.
Zusammenfassend kann man also sagen, die Interaktionsform, die den unmittelbarsten Bezug zwischen Mensch und Umwelt herstellt, ist demnach die der Multimedialität und Multimodalität. Aktivierung aller Sinne, Synästhesie, das sind hier die Stichworte. Und damit können wir uns von der Steinzeit direkt in die Jetztzeit katapultieren. Denn, so Marshall McLuhan, das Zeitalter der Elektrizität ist tatsächlich dasjenige, in dem die Multimodalität wieder zu ihrem Recht kommt, nachdem die jahrhundertelange Dominanz der Schrift, zumindest in den westlichen Kulturen, Interaktionsarmut und Monosensualität prämiert hatte und die Rede vom visuellen Zeitalter oder der visuellen Kultur spricht dafür immer noch Bände. Manifest, so kann man sagen, wird diese Idee der Multimodalität unter anderem eben an den Bestrebungen der Virtual Reality Forschung seit den 1970er Jahren. Ehrlicherweise muss man allerdings Mark Weisers Kritik an den Simulationsbestrebungen dieser Bewegung durch eine Inflation schwerfälliger Geräte zustimmen. In dieser Form kann also kaum ein Effekt der Immersion erzeugt werden, der bewirken würde, dass sich die User wie in ihrer alltäglichen Umgebung fühlen und vergessen, dass sie mit Technik interagieren. Und auch wenn andere Sinne berücksichtigt werden, andere Sinne als der visuelle, wie bei Morten Heilig Sensorama, einer Entwicklung zur Erweiterung des Kinoerlebnisses von 1962, das als eigentlich 4- oder 5D-Kino, müsste man fast sagen, nicht nur dreidimensionale Bilder und Sound, sondern auch Wind, Geruch und einen vibrierenden Stuhl bereithält, so führte das nicht zur Durchsetzung dieses Geräts, das zwar immerhin Karriere in Disneyland machte, aber dann doch nie massentauglich wurde. Zitat: Open your eyes, listen, smell and feel. Sense the world in all its magnificent colors, depths, sound, odors and textures. This is the cinema of the future, schreibt Heilig ganz euphorisiert in seinem gleichnamigen Text The Cinema of the Future von 1955. Doch, soweit würde ich mich tatsächlich inzwischen aus dem Fenster lehnen, die Virtual Reality in dieser Form ist weitgehend gescheitert. Daran werden meines Erachtens auch solche Entwicklungen wie die Oculus Rift nicht so viel ändern, die über ein Gaming-Gadget möglicherweise gar nicht erst hinausreicht. Dieses Scheitern kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Zum einen konzentrierten sich die Virtual Reality-Technologien in ihren Simulationsunterfangen primär auf die audiovisuelle Wahrnehmung. Der User steuert zwar zumindest teilweise mittels Datenhandschuh durch die virtuellen Welten, die Taktilität und vor allem die Eigenbewegung, die Kinästhetik, werden aber nicht angesprochen. Dadurch bleibt die angestrebte Immersion, wenn man sie versteht, als ein gesamtleibliches Eintauchen in neue Welten, nur unvollständig. Der zweite Grund liegt eben genau in dem Paradigma der Simulation. Ähnlich wie das Illusionstheater des 19. Jahrhunderts, dessen Kulisse immer als Pappe zu erkennen ist, bleiben die Welten sichtbar konstruiert und fremd, sprich die plumpen Schnittstellen, die reduzierte Sinnlichkeit und der Konstruktionscharakter stehen dem Unmittelbarkeitsempfinden entgegen. Allerdings bestätigt das Bestreben der Virtual Reality Technologien die Bedeutsamkeit des Paradigmas der Unmittelbarkeit. Hier nur versteht sie diese eben als Mimesis, also als Erzeugung von größtmöglicher Ähnlichkeit mit der Realität. Die Integration der Technologien in unsere Alltagswelt nach Weiser und durch Vernetzung die Etablierung einer Multimedialität und Multisensorialität dagegen zielt darauf ab, uns vollständig natürlich zu erscheinen, weil sie zumindest scheinbar keine Umstellung unserer Wahrnehmungs- und Verhaltensgewohnheiten mit sich bringt. Ich komme zum nächsten Punkt, nämlich der sogenannten natürlichen Kommunikation. Das ist die zweite Strategie dieser Technologien, eine Art Renaturierung, nämlich in der direkten Interaktion mit unseren kommunikativen Artefakten, die sich ebenfalls weg von als Distanz erzeugend erlebten Schnittstellen wie der Tastatur bewegt, hin zur Berührung und zur nonverbalen Kommunikation. Darüber haben wir vorhin schon einiges gehört. Nicht umsonst ist das Schreiben mit der Hand für Weiser das implizite Paradigma für die Gestaltung seiner Geräte-Trias. Obwohl zwischen der Hand und dem Papier, auf dem die Schrift erscheint, noch das künstliche Gerät des Stiftes dazwischen geschaltet ist, so weist das Schreiben doch einen hohen Grad an Taktilität auf und verlangt motorische Geschicklichkeit. Der Paradigmenwechsel der Interfaces von der Tastatur zur Berührung kommt daher nicht von ungefähr. Er könnte sogar als Steigerung der Forderung Weisers nach einer
natürlichen Integration der Geräte durch ihr Verschwinden interpretiert werden. Das Berühren der Bildschirme suggeriert eine Unmittelbarkeit, die weder der Stift, geschweige denn die Tastatur bereitzustellen, in der Lage sind. Mehr noch, wie dieser Werbespot von Samsung suggeriert, kommunizieren wir mit unseren Geräten nun gestisch, obwohl wir de facto eigentlich nur eine Tastatur im Fall von Icons eben eine Bildsimulation berühren. Jetzt war ich zu schnell. Diesen Werbespot spiele ich Ihnen kurz vor. Der ist schon älter, wie Sie sehen, von 2012. Bewirbt das Samsung Galaxy 3. Aber es hat sich nicht viel geändert, glaube ich, an dem Paradigma, das hier, jetzt will es aber eigentlich wirklich nicht, das hier thematisiert wird. Girl, you got those hands and you sympathize and you know me. Interessant an diesem Werbespot ist die Erhebung der nonverbalen Kommunikation zur natürlichen Kommunikation. Im Grunde zeigt Samsung hier die Wirksamkeit nicht technisch vermittelter Interaktion, das einzige verbindende Element zwischen den dargestellten Kommunikationssituationen und dem beworbenen Produkt sind die Berührungen. Die Simulation, eine Simulation der Nahtlosigkeit, Seamlessness, die schon bei Weiser beschworen wird. Diese Übertragung atechnischer Kommunikation auf den Umgang mit dem Handy ist, wenn man sie weiterinterpretiert, sehr wirksam. Sie erhebt nämlich das technische Gerät zum gleichwertigen Kommunikationspartner. Das Gleiche gilt für Versuche, gesprochene Sprache zum Medium der Mensch-Technik-Kommunikation zu erheben, wie bei Siri. Berührung und gesprochene Sprache sind Merkmale von Präsenzkulturen, sprich, nicht nur bewirbt Samsung natürliche Kommunikation, sondern der Spot versucht auch, die Mittelbarkeit der Handykommunikation zu verstellen. Hier verknüpft sich die Kommunikation mit der Multisensorialität. Wenn technische Geräte mehr als nur eine Interaktionsmodalität erlauben, dann nähern sie sich der Alltagskommunikation, die per se multimedial ist. Sie verbergen die technischen Übersetzungsprozesse, die für die Kommunikation nicht so sehr zwischen den Menschen, sondern zwischen Menschen und Gerät vonnöten sind. Auch hier garantiert die Sensorik wieder Unmittelbarkeit, allerdings in einer Form, die sich implizit an einen weiteren Topos der Mediengeschichtsschreibung anlehnt. Der erste war der der Unmittelbarkeit oraler Kulturen bei Laura Gourand und McLuhan. Nämlich der Idee, dass technische Artefakte Extensionen des menschlichen Körpers seien. Diese These, auch von Marshall McLuhan prominent gemacht, wurde im 19. Jahrhundert schon vom Technikphilosophen Ernst Kapp vertreten. Mit Bezug auf den Steinzeitmenschen schreibt Kapp, Zitat, unter Benutzung der in der unmittelbaren Umgebung zunächst zur Hand befindlichen Gegenstände erscheinen die ersten Werkzeuge als eine Verlängerung, Verstärkung und Verschärfung leiblicher Organe. Die Steine zum Beispiel oder die Hämmer, die aus mit der Kombination von Stein und Holz gemacht wurden. So, Zitat nochmal, verlegt und projiziert, so die Worte Kapps, der Mensch die Form seiner Organe nach außen. In dieser Extensionsidee finden wir erneut das Motiv der Unmittelbarkeit. Wenn Werkzeuge eigentlich unsere Organprojektionen sind, dann kommen wir nicht umhin, sie als Teil von uns aufzufassen. Und dennoch, sie verselbstständigen sich, entwickeln ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und Komplexitäten, die wieder auf unsere Denk- und Verhaltensweisen zurückwirken. Daraus entsteht die These, dass wir nicht von vornherein in einer Koevolutionsbeziehung mit unserer technischen Umgebung sind, dass wir, wie Andy Clark es ausdrückt, immer schon natural-born Cyborgs waren. Also Wesen, die keine Natürlichkeit im Sinne von Atechnizität kennen, wohl aber eine Idee von Unmittelbarkeit haben, würde ich hinzufügen wollen. Die Idee von Technik und Technologie als Extension des Menschen impliziert ein Element, das erst seit kürzerer Zeit Eingang sowohl in die medientheoretischen Diskussionen als auch in die Praxis der Technikentwicklung gefunden hat, nämlich die Frage nach dem emotionalen Bezug zu unseren Geräten. Taktilität ist ein sensorischer Akt, der viel mit Emotionen zu tun hat. Und so kann man den Trend zu Tangible Interfaces auch als einen Ausdruck einer zunehmenden Emotionalisierung unserer alltäglichen Interaktionen auffassen. Diese Wendung allerdings impliziert mehr als nur einen Affective Turn, der inzwischen auch schon ausgerufen wurde,
der eine Aufwertung des Emotionalen gegenüber dem Rationalen bezeichnet, vielleicht sogar auch eine Umkehr der Wertungen. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht unbedingt einleuchtend, beziehungsweise er ist vor allen Dingen nicht ohne Tradition. Um sich dies vor Augen zu führen, hilft möglicherweise wieder ein Blick in die Geschichte, und zwar auf einen der wichtigsten Vordenker multimedialer Gestaltung, Richard Wagner. Richard Wagner hat nicht nur mit seinen Musikdramen die Theatergeschichte nachhaltig beeinflusst, sondern er hat dies nicht ohne theoretische Reflexion über die Aufgabe der Kunst getan. In dem Bewusstsein, dass künstliche Welten der Oper immer künstlich bleiben, verlagert er den Realitätsanspruch in der Kunst auf die Kommunikation. Das zur Aufführung gebrachte Drama, denn nur dieses ist vollkommen, muss für den Rezipienten unmittelbar verständlich sein. Unmittelbar verständlich heißt, es darf sich nicht an den Verstand und nicht an die Reflexion wenden, sondern muss das Gefühl ansprechen. Das wiederum geschieht über die Sinne. Auge und Ohr müssen gleichermaßen aktiviert werden. Dazu jedoch muss der Künstler komplexe Übersetzungsprozesse in Gang bringen, damit die verstandesorientierte Sprache an das Gefühl appellieren kann. Musik und Wort müssen sich zum Worttun verbinden, was im Übrigen auch Wagners Hang zum Stabreim erklärt. Jetzt ist es hier nicht der Ort, um Wagners Ästhetik in extenso auszubreiten. Wichtig für unseren Zusammenhang ist, dass in der Künstlichkeit des Dargestellten eine Unmittelbarkeit durch den affektiven Appell entstehen muss, der jeglichen Gestaltungswillen verbirgt. Aus Zeitgründen lese ich das Zitat nicht vor. Es geht eben genau darum, die letzten Spuren der schaffenden Willkür des Künstlers müssen verschwinden, damit das Kunstwerk unmittelbar verständlich wird. Somit kann Richard Wagner, der Begründer des Gesamtkunstwerks als multimedialem Rausch und der maximalen Immersion durch die musiktheatrale Wertschöpfung, mit Fug und Recht als einer der Urväter der Theorie einer Unmittelbarkeit gelten, die durch Artefakte und artifizielle Strukturen erlangt werden soll. Sein Musikdrama zielt ganz auf unmittelbare Verständigung durch das Verschwinden der Gemachtheit ab, eine Strategie, die bei Weiser eben ziemlich genau 150 Jahre später in der Forderung nach dem Verschwinden der Technologien wieder prominent wird. Wagner realisiert dabei die Bedeutung des Affekts, die bei Weiser im Großen und Ganzen ausgeblendet wird, obwohl sie implizit im letzten Punkt der Weiserschen Unmittelbarkeitsliste, nämlich der Technologie als intelligentem Agenten, sprich als komplementärem und intellektuellem Partner des Menschen, zwangsläufig mitschwingt. Diese Idee von der Technik als Partner verweist auf eine letzte Figur des Unmittelbarkeitsdenkens, nämlich der vorausgesetzten Ähnlichkeit von Mensch und Maschine. So spricht ein anderer Pionier der Computertechnologie, J.C.R. Licklider, ebenfalls in den 1960er Jahren in einem berühmten Aufsatz von der Man-Computer-Symbiosis, die dadurch entsteht, dass sich beide Entitäten komplementär ergänzen. Das wiederum setzt aber voraus, dass sie auf derselben Ebene kommunizieren und sich verständigen können. Mensch und Maschine ticken demnach gleich. Diese Idee geht zurück wiederum auf die Kybernetik, die sich in den 1940er und 1950er Jahren als interdisziplinäre Wissenschaft von den Steuerungsmechanismen und der Kommunikation in Mensch und Maschine etablierte. So der Titel von Cybernetics von Norbert Wiener. Sie geht davon aus, dass menschliche und technische Systeme nach den gleichen Mustern funktionieren. Sie lässt allerdings die affektive Ebene dabei völlig außen vor. Es geht um Prozesse des Systemerhalts, die auf der Kommunikation bzw. Rückkopplung aller systeminternen Elemente beruhen. Und es geht auch um ein Streben nach Gleichgewicht bzw. Homöostase auf der Basis von Ausgleichsprozessen, wie man sie von der Funktionalität des Thermostats her kennt. Diese Annahme einer Strukturgleichheit macht es überhaupt erst möglich, von einer symbiotischen Beziehung zwischen Mensch und Technologie auszugehen. Die inzwischen etablierte Richtung des Affective Computing hat erkannt, dass es dabei nicht nur um pragmatische Prozesse, sondern auch um Empathie gehen muss. Wenn eine Beziehung auf Augenhöhe entstehen soll, insofern lernen die Technologien derzeit, affektive Signale des Menschen zu messen, zu katalogisieren und zu interpretieren, um ihm eben ein noch besserer Partner zu werden. Hier die Affective Computing Group am MIT ist maßgeblich für diese Forschungen. Rosalind Picard gilt als eine der wichtigsten Motoren dieses Affective Computing, das allerdings zunächst im Moment jedenfalls noch eher quantitativ denn qualitativ vorgeht. Aber auch qualitative Emotionserkennung ist Gegenstand des Affective Computing,
wenn zum Beispiel Gesichtserkennungssysteme Emotionen aus der menschlichen Mimik ablesen. Das dem Affective Computing verwandte, aber mehr auf ein Design der physischen Nähe hin orientierte Intimate Computing kümmert sich um die Entwicklung von sensorisch komplexen Geräten, bei denen eine angestrebte Verschmelzung zwischen Technologie und Menschenkörper mit der Interpretation von Emotionen zusammenkommen. So wird die Apple Watch, die im Prinzip ein umfassendes Aufzeichnungs- und Überwachungssystem für unsere Körperfunktionen darstellt, unter anderem mit folgendem Satz beworben. Zitat: "And since Apple Watch sits on your wrist, your alerts aren't just immediate, they are intimate." Das ist ein Zitat, also das wird zitiert in einem sehr lesenswerten Artikel von Timo Kerlein in der Zeitschrift für Medienwissenschaft der letzten Ausgabe, die sich ganz dem Thema der Intimität widmet. Allein schon das Weglassen des Artikels vor Apple Watch signalisiert, dass wir es hier eher mit einem Partner, denn mit einem Instrument zu tun haben. Ganz zu schweigen von der Distanzlosigkeit des Tragens und der Externalisierung interner und intimer Körpersignale, die durch die Apple Watch erfolgt. Obwohl bei Weiser diese Intimität keine explizite Rolle spielt, so taucht sie schon im ersten Satz seines Artikels auf, wenn er die Metapher des Stoffes verwendet, in denen die ubiquitären Technologien eingewoben werden sollen. Zur Erinnerung nochmal, they weave themselves into the fabric of everyday life. Die Medien rücken uns also buchstäblich auf den Leib, was eine paradoxale Nähe zur Folge hat, wie es in dem Vorwort zu dieser erwähnten Ausgabe zum Thema Intimität heißt. Vom Wearable Gadget, was hier die Apple Watch, als die man die Apple Watch bezeichnen kann, bis hin zum Wearable des intelligenten Textils. Doch diese Nähe ist letztlich nur paradox, wenn man von einem existenten natürlichen Zustand ohne Medien ausgeht. Genau diese könnte sich aber aus der derzeitigen Perspektive als Mythos herausstellen, und zwar als Mythos, der den Anbeginn der Menschheit begleitet. Wenn der Philosoph Klaus Wiegerling angesichts der Zunahme des Paradigmas unmittelbarer Technologien feststellt, dass unsere Auffassung vom Menschsein durch diese technohumanen Verschmelzungskonzepte fundamentalen Änderungen unterliegen könnte, so muss man möglicherweise jetzt schon konstatieren, dass wir Menschen niemals ohne Technik existiert haben. Unsere Identität ist nicht durch sie gefährdet, sie ist durch sie geprägt. Um Bruno Latour, den Soziologen, etwas abzuwandeln, wir sind nie natürlich gewesen. Das enthebt uns allerdings nicht vom Anspruch, die derzeitigen Entwicklungen schließlich auch zu beeinflussen und zu begleiten, gegen den Strich zu bürsten, und hierzu ist es fraglos nötig, eine Schule der Distanz zu etablieren. Denn Störungen und Widerstände bewahren uns möglicherweise vor einer Techno-Naivität, die den trügerischen Seiten der Idee von Technologie als gleichwertigem Partner entgegensteuert, zumal hier hinter diesen Entwicklungen natürlich massive ökonomische und politische Interessen stehen. Für eine Verabschiedung der Werte der Aufklärung, Distanz und Ratio, Analyse und Reflexion, ist es also meines Erachtens bei weitem noch zu früh. Und ich möchte schließen mit einem kurzen, wie soll ich sagen, Postskriptum zu diesem Vortrag. Wer die Süddeutsche Zeitung liest, konnte an diesem Wochenende einen Artikel der Journalistin Evelyn Roll lesen: Die Lüge, was bedeutet es für die Politik, wenn Fakten nicht mehr zählen? Dieser Artikel stellt die These auf, dass genau die von Weiser imaginierten Adaptionen der Technologien an den Menschen eine der Hauptursachen für die derzeit zu beobachtende Emotionalisierung der Politik ist. So wird das postfaktische Zeitalter ausgerufen, in dem nur noch Meinungen zählen und diese aufgrund von Weltbildern entstehen, die nur noch die sozialen Medien und die dort generierten Pseudo-Informationen, Fragezeichen, berücksichtigen. Natürlich kämpft Roll als Journalistin eines traditionellen Massenmediums hier einen Überlebenskampf, aber ihre Argumente sind nicht von der Hand zu weisen. Wenn Fakten nicht mehr zählen, weil die Menschen ihre Informationswelt über intelligente Agenten beziehen, die sich ganz nach ihren Vorlieben richten, also darauf geeicht sind, vorhandene Weltbilder zu bestätigen, dann gibt es tatsächlich nur noch Meinungen, und zwar Meinungen, die über Affektsteuerung, nicht über Argumente generiert und vertreten werden. Der rüde Ton in den sozialen Medien und neuerdings auch in der Politik könnte dafür Bände sprechen. Das löst bei mir als Wissenschaftlerin einen etwas paradoxen Impuls aus, denn als Wissenschaftler sind wir alle durch die 80er und 90er Jahre gegangen, sind postmodern geprägt,
haben das Objektive demontiert und haben mit McLuhan auch die Phase der massiven Kritik eben genau an Ratio und Analyse, an Trennungen durchlaufen. Und nun steht man möglicherweise vor den selbstverursachten Scherben der Ideale der Aufklärung und sehnt sich nach ihnen zurück. Wir brauchen Fakten, wir brauchen auch sachliche Reflexion, wir brauchen begründete Argumente und eine gemeinsame Basis von Wirklichkeit, auf der wir diese austauschen. Denn sonst, das droht Evelyn Roll an, befinden wir uns nach den nächsten anstehenden Wahlen plötzlich in einem Zeitalter der Postdemokratie. Die Rolle der Technologien ist in dieser Entwicklung zum tumultuösen Öffentlichkeitsgebrüll tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und so bedarf es vielleicht doch dringend neuer aufklärerisch wirksamer Kritiken, zum Beispiel einer Kritik der Algorithmen, einer Kritik des Affekts und auch, und damit schließe ich mich an Doris Kolesch an, einer Kritik der Unmittelbarkeit. Vielen Dank für die Geduld.